Moin Jungs und Mädels, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar in diesem Video möchte ich euch ganz schnell eine Methode zeigen, wie ihr wirklich extrem schnell leveln könnt, beziehungsweise extrem viel RP machen könnt. Das Ganze habe ich bei Biertrinker gesehen und deswegen habe ich den Link mal unten in die Videobeschreibung reingehauen. Der macht auch so YouTube-Videos und sowas in der Art um GTA 5, deswegen könnt ihr ihn auf jeden Fall mal auschecken. Wie gesagt, der Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und Grüße gehen raus an dich, Biertrinker. So, auf jeden Fall möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie ihr wirklich extrem schnell leveln könnt, weil aufgrund der Eventwoche, die Moment gerade am Laufen ist, gibt es Doppel-RP und Doppel-Geld auf die ganzen Stuntrennen. Aber nicht auf die Spezialfahrzeugen-Stuntrennen, sondern auf die ganz normalen Stuntrennen. Und während ich das Video aufgenommen habe, ist mir noch ein anderer Glitch eingefallen und deswegen dachte ich mir einfach mal, ich kann ihn euch in diesem Video auch noch zeigen. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, damit ihr auch diesen zweiten Glitch nicht verpasst. So, als allererstes müsst ihr das Stuntrennen nach Brenner starten. Das Ganze funktioniert mit dem Motorrad. Ich würde einfach mal eine Runde einstellen und den Rest von der Einstellung so lassen. Ihr könnt auch irgendwas anderes einstellen, spielt auch keine Rolle. Aber ich würde euch empfehlen, das Ganze auf jeden Fall auf eine Runde einzustellen und dann lieber das Rennen mehrmals hintereinander zu fahren. Danach wählt ihr euch irgendein Motorrad aus. Ich habe mich jetzt einfach mal für die Barty entschieden, weil die lässt sich relativ gut in der Luft handeln und deswegen ist das Ganze relativ einfach. So, sobald der Job dann gestartet ist, müsst ihr einfach nur rechts oder links irgendwo an der Seite runterspringen, also von der Plattform runterfahren. Ihr könnt es entweder so wie ich das euch am Anfang zeige, einfach rückwärts fahren, wo dann die Absperrung dann fehlt und dann dort runterspringen. Ihr könnt auch genau über die Absperrung drüber springen, was ich euch später auch noch zeigen werde, funktioniert auch. Und danach müsst ihr einfach nur versuchen, das Motorrad die ganze Zeit zu drehen. Also macht keine Loopings, weil wenn ihr Loopings macht, dann könnt ihr nicht so viele Drehungen machen, dass ihr halt die volle Ausschöpfung von RPs bekommt. Weil dann werdet ihr meistens nur 200 RP bekommen. Und deswegen springt einfach nur von der Plattform runter, tut den linken Stick einfach nur nach links drehen oder nach rechts, dass er sich halt einfach nur dreht und keine Loopings macht, weil es geht wesentlich schneller. Und auch einen kleinen Tipp am Rande, wenn ihr mit dem Motorrad euch leicht nach vorne lehnt oder nach hinten, dann dreht er sich schneller, damit ihr auch die maximale RP bekommt von 400 RP. Und es dauert ein paar Sekunden, also keine Ahnung, ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geschaut, ich denke mal so zwischen 10 und 15 Sekunden dauert es und ihr bekommt dadurch 400 RP und das ist wirklich richtig viel. Also in einer Stunde mit Ladezeiten, dies, das Ganze, kommt ihr auf ungefähr 70.000 RP und ich würde euch anschließend noch empfehlen, das ganze Rennen noch bis zum Ende zu fahren, weil dadurch bekommt ihr halt auch noch ein bisschen RP für das Rennen abschließen und ich habe in dem Fall über 3.000 RP auch noch zusätzlich bekommen und dann könnt ihr das Ganze mal ein bisschen hochrechnen, wie lange man ungefähr gebraucht hat und dann bin ich ungefähr auf 70.000 RP bekommen und das ist im Moment meiner Meinung nach auf jeden Fall die beste und die einfachste Methode, um wirklich schnell noch zu leveln und noch einen Haufen RP zu bekommen. Und das Beste an dem Ganzen ist, ihr braucht keinen Kumpel, das Ganze funktioniert solo, ihr könnt es so lang machen, wie ihr halt Bock habt und so oft machen, wie ihr halt Bock habt. Wenn ihr das Ganze auch noch optimieren wollt, dann lehnt euch mit dem Motorrad ein bisschen nach vorne oder nach hinten, damit es ein bisschen schneller dreht, damit ihr auf jeden Fall die 400 RP bekommt und kurz bevor ihr landet, könnt ihr schon mal die Dreieck-Taste drücken, damit ihr schon mal respawnt. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt warten, bis das Motorrad gelandet ist, um respawn zu drücken, sondern es reicht schon ein paar Meter davor, damit einfach der Balken, der ein paar Sekunden dauert, bis er voll ist, damit ihr respawnt, könnt ihr davor schon anfangen mit drücken, damit es einfach alles noch schneller geht. So. Wichtig ist an der Stelle noch zu sagen, irgendwann mal gibt es kein RP mehr, das heißt, ihr habt quasi das Maximale erreicht, was man erreichen kann. Danach müsst ihr einfach nur das Rennen zu Ende fahren und könnt einfach anschließend sofort wieder das Rennen starten. Wiederholt auch wieder das Ganze und das könnt ihr einfach die ganze Zeit machen. Und während ich den ganzen Glitch aufgenommen habe, habe ich das Rennen auch noch ein bisschen zu Ende gefahren, habe dann noch ein bisschen Quatsch gemacht, habe noch versucht, irgendwelche Stunts zu machen oder so, was einfach vielleicht cool fürs Gameplay ausschaut. Und dann ist mir hier dieser Motorrad-Unendlichkeit-Fliegen-Glitch eingefallen und den möchte ich euch auch ganz kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, das Ganze funktioniert in jedem Stuntrennen und ich glaube auch mit jedem Motorrad. Also mit der Faccio werdet ihr ein bisschen Probleme haben, das kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn es mit der Barty funktioniert, dann funktioniert es eigentlich so gut wie mit jedem Motorrad. Ich habe das Ganze jetzt auch mit der Barty gemacht, wie ihr es auch gesehen habt. Und ihr müsst einfach nur von irgendeiner Rampe oder von einer Plattform springen, die eigentlich relativ weit oben in der Luft ist, weil ihr braucht ein bisschen Anlauf und ihr braucht halt ein bisschen Zeit, dass das Motorrad so nach unten fliegt und dann müsst ihr einfach nur den linken Stick nach hinten ziehen, damit quasi das Hinterrad nach vorne oben zeigt. Also ihr müsst euch fast 180 Grad drehen mit dem Motorrad, dass eigentlich fast beide Räder nach oben zeigen und ihr mit dem Körper nach unten zeigt. Und dann kommt er dann irgendwann nach ein paar Sekunden in so einen Schwebemodus. Normalerweise fliegt das Motorrad dann nur nach vorne, ganz langsam nach unten, aber ihr könnt ewig weit springen damit. Aber wenn ihr jetzt den linken Stick doch in der Kreisbewegung macht, so dass das Vorderrad die ganze Zeit links und rechts lenkt, weil dann kommt dann so einen komischen Modus, wo das Motorrad auf einmal wieder nach oben fliegt. Und somit bewegt ihr euch wirklich extrem schnell durch die Map und
fliegt wirklich durch ganz Los Santos durch und es ist auf jeden Fall richtig geil. So, das war's auf jeden Fall mit den zwei Glitches. Den RP-Glitch würde ich euch auf jeden Fall noch empfehlen zu machen, weil die Eventwoche geht nicht mehr so lange. Deswegen für die Leute, die noch nicht so einen hohen Rang haben, auf jeden Fall mal machen. Ist jetzt nicht wirklich ein Glitch oder ja, ist vielleicht doch ein bisschen Glitch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eine sehr gute Methode, um schnell zu leveln. Dann probiert es auf jeden Fall noch mit dem Motorradfliegen-Glitch, weil der funktioniert eigentlich seit dem Cunning Stunts DLC. Der wurde immer noch nicht gepatcht und ist auf jeden Fall eine geile Sache, dass der immer noch geht. Und falls ihr noch ein bisschen Geld braucht, also es gibt im Moment noch Doppelgeld auf die ganzen Verkäufe von den Smugglers Run Missionen, deswegen macht auf jeden Fall noch die ganzen Missionen von dem Smugglers Run DLC, weil dadurch bekommt ihr auch noch doppelt so viel Geld als sonst und die Eventwoche endet schon bald, deswegen legt euch auf jeden Fall noch ins Zeug und macht damit noch ein bisschen RP, ein bisschen Geld und habt noch ein bisschen Spaß dabei. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video, natürlich hoffe ich, dass es euch gefallen hat, wenn es so ist, könnt ihr mir auch gerne ein Like dafür lassen. Ich bin auf jeden Fall an der Stelle raus, wünsche euch noch einen hammergeilen Sonntag und wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, mach's gut, ciao, euer Zeddy.